Seitengrüßt, wir reagieren jetzt auf KuchenTV, welcher sich zu Shuyoka äußert. Shuyoka hat nämlich auf Twitter einige sehr dämliche Aussagen getätigt oder wie KuchenTV hier völlig zu Recht schreibt, Shuyoka dreht komplett durch. Naja, schauen wir uns mal an, was der gute Kuchen zu Shuyoka zu sagen hat. Jo Leute, herzlich willkommen zu den Best News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Ich wurde aufgrund von Shuyoka auf Twitch gesperrt. Derzeit permanent, allerdings bin ich da anwaltlich schon dran, dass die Sperre schnell wieder aufgehoben wird. Und zwar hat Shuyoka wieder angefangen, in einigen Streams über mich zu reden, wo sie mal wieder einige Lügen erzählt hat. Unter anderem hat sie behauptet, dass ich unter dem Tweet von Phoebe, wo sie über ihre Belästigungserfahrungen auf der Gamescom berichtet hat, ich dort tagelang gecampt habe und sie dazu genötigt haben soll, mir den Namen zu geben. Könnt ihr euch erinnern, als eine andere Influencerin auf der Gamescom erzählt hat, dass sie belästigt wurde und von sexueller Belästigung gesprochen hat? Ratet mal, welche männlichen Influencer unter ihren Beiträgen gecampt haben und versucht haben, sie über Tage dazu zu nötigen, den Namen öffentlich zu machen von dem Typen, der sie sexuell belästigt hat. Damit meinte sie diesen Tweet hier und das war meine Antwort. Also das ist für Shuyoka einfach Nötigung und nicht nur das. Wartet. Also, ja, ich mag diese Influencer-Streitigkeiten nicht, aber wir schauen uns jetzt aber mal trotzdem rein, denn es geht ja heute um Shuyoka. Gib Name, ich kläre das, es werden Karrieren beendet und Ehre entwendet, dir aber alles Gute, sowas geht gar nicht. Ich nehme mal an, das war ein Scherz, aber das wird uns KuchenTV jetzt wahrscheinlich noch erklären. Das ist für Shuyoka einfach Nötigung und nicht nur das. Phoebe selber hat tatsächlich auf Twitter auch geschrieben, dass sie das Ganze nicht als Nötigung wahrgenommen hat. Denkt ihr, Shuyoka hat sich seitdem irgendwie mal entschuldigt oder das gerade gebogen? Nein, natürlich nicht, meine Freunde. Shuyoka. Aber jetzt habe ich es verstanden. KuchenTV wurde von Shuyoka Nötigung vorgeworfen, obwohl die Streamerin, um die es gerade ging, das selber dementiert hat. Das ist natürlich sehr intelligent. Macht schließlich keine Fehler. Auf jeden Fall habe ich dann auf diesen Stream reagiert und wurde einen Tag später gesperrt mit der Begründung, belästige andere aufgrund eines persönlichen Traumas. Das Ganze habe ich aber im gesamten Stream halt überhaupt nicht gemacht. Also Twitch hat sich offensichtlich einfach etwas aus dem Finger gezogen, um mich irgendwie von der Plattform entfernen zu können. Shuyoka hat davor auch wirklich alles dafür getan. Klaus Dieter, auf die Gefahr hin, dass du nicht einfach nur trollen willst. Wie meinst du das genau, was du da gerade schreibst? Etlichen Tweets hat sie extra Twitch und den Twitch-Support markiert, damit die irgendwas gegen mich machen und ich denke mal, dass Twitch da dann irgendwann einfach eingebrochen ist. Nachdem ich gesperrt worden bin und gesagt habe, dass ich jetzt so lange auf YouTube weiter streame, hat es sich Shuyoka natürlich nicht nehmen lassen. Darf nicht über gebannte Streamer reden? Wer denkt sich so einen Müll aus? Also das ist ja unglaublich dumm. Also Gott, ja, ich nehme das hier auch als YouTube-Video auf und ich werde das hier auch definitiv hochladen, aber Twitch ist ja die dümmste Plattform. Also wenn jemand gebannt ist, dann darf ich nicht mal mehr über ihn reden. Also das ist doch diese Cancel Culture, über die wir eben geredet haben. Das ist ja furchtbar. Also, jawohl, jetzt habe ich das Video ja schon gestartet, also jetzt auch egal. Jedenfalls in einigen Tweets zu markieren und auch denen zu sagen, dass die mich doch bitte sperren sollen. Ich lasse mir doch nicht von Jeff Bezos hier sagen, auf wen ich reagieren darf, über wen nicht. Also wenn Twitch mich nicht haben will, dann streame ich halt auf YouTube oder auf Kick. Ist mir sowas von egal. Da ich ja die ganze Zeit einen Hate-Stream gegen sie machen würde. Vor allem, weil diese Regel so dumm ist. Die wird niemals vor einem deutschen Gericht durchkommen, wenn man es da auf einen Rechtsstreit ankommen ließ. Also wie gesagt, ich würde auch nicht zum Rechtsstreit gehen. Ich würde einfach auf YouTube streamen, weil man auf YouTube halt auf KuchenTV reagieren darf. Auf YouTube ist es nur schwierig, weil es auf ZDFs reagiert, weil die einen, ja, dann Copyright-Claims raushauen. Deswegen bin ich überhaupt auf Twitch. Also erstmal, weil Imp mich überredet hat und zweitens, weil, ja, man auf ZDF-Inhalte nicht so gut reagieren kann. Also ehrlich. Solltet ihr mich gerade nicht verarschen und sollte es diese Regel tatsächlich geben, dann glaube ich, ehrlich gesagt, dass das ein nicht hinnehmbarer Eingriff in die Meinungsfreiheit sein würde und Twitch das niemals vor Gericht durchbekommen würde. So viel dazu. Also, fassen wir das kurz einmal zusammen. Sie streamt stundenlang über mich. Das ist ja unfassbar. Hier will mir ein also, wenn ihr wirklich recht haben solltet mit dem, was ihr da gerade erzählt, hier will ein amerikanischer Konzern uns in Deutschland sagen, worüber wir zu reden haben. Das ist ja unfassbarer Eingriff in unsere verfassungsmäßige Ordnung. Also sowas müsste der Staat beispielsweise, ja, die Regel mag es geben, aber also verstößt gegen die Meinungsfreiheit. Also sowas geht ja gar nicht.
lügt, erzählt irgendwelche falschen Dinge. Und wenn ich dann darauf eingehe, um das gerade zu rücken, dann ist das Ganze ein Hate Stream oder was? Also ganz komische Argumentation, Shoyoka. Dazu haben wir ja am Freitag unseren Roosters-Track rausgehauen. Und auch da hat es sich Shoyoka jetzt nicht nehmen lassen, mir Ableismus und Behindertenfeindlichkeit vorzuwerfen. Oh, damit werden wir uns gleich noch beschäftigen. Ich habe nämlich auch Shoyokas Twitter-Account mal aufgemacht. Den können wir uns dann gleich ansehen. Werfen. Und in einem anderen Tweet hat sie auch dazu aufgerufen, dass man das Video auf YouTube melden soll, damit das gesperrt wird. Dieser Dave, über den habe ich auch schon ein paar Mal berichtet, hat sogar irgendwie den halben Track mit den Lines analysiert und irgendwie 15 Tweets oder sowas zu diesem Diss-Track gemacht. Erstmal stellt sich die Frage, Shoyoka, was ist das für eine ekelhafte Aktion, dass du jetzt versuchst, mich überall zu deplatformen, einfach nur, weil du nicht mit Kritik klarkommst? Das heißt ekelhafte Aktion. Diese Wokisten sind Feinde der Meinungsfreiheit. Also man, ja, sie wollen dich aus dem gesellschaftlichen Diskurs ausschließen. Das ist genau die Cancel Culture, die immer wieder kritisiert wird. Was wir hier gegen KuchenTV sehen, KuchenTV ist ein weiteres Opfer der Cancel Culture. Ich hoffe, dass, also ähnlich wie Ulrike Gürow, ähnlich wie Patrick Raab, die ja von ihren Universitäten weggecancelt wurden, ähnlich wie, ja, andere Leute, die sich kritisch zur Regierung äußern. Also wir sehen hier schlichtweg die Cancel Culture am Werk. Warum möchtest du meinem Sohn die finanzielle Sicherheit nehmen, wenn du versuchst, meinen YouTube-Kanal sperren zu lassen? Erklär uns das bitte mal. Dazu ist das Ganze ja sowieso von der Kunstfreiheit gedeckt. Warum stört dich das denn nur bei mir? Ich meine, da müsstest du halt jeden Track der Deutschrap-Geschichte sperren lassen. Dazu hat Roos ja beispielsweise auch die Kinder von Bushido beleidigt, hat auch andere Leute beleidigt, hat Leute gedoxt und so. Und das ist für dich anscheinend überhaupt kein Problem, oder was? Wenn man die Tweets der letzten Tage von Shoyoka... Das ist jetzt blöd. Warum ist denn das? Ist das Twitch oder ist das mein Internet, was so, was heute Abend so schlecht ist? Naja, ist ja auch egal. ist ja auch egal. Ihr habt es gerade gesehen, Shoyoka sperrt Leute, die anderer Meinung sind. Und das hat mich gerade im Chat echt überrascht. Angeblich soll man nicht auf KuchenTV reagieren dürfen, was ich euch echt nicht glaube. Also wie gesagt, ich glaube kaum, dass so eine Regel, sollte es sie tatsächlich geben, in Deutschland legal wäre. Naja, ist jetzt eh egal, da entweder Twitch oder, ja, es wird mein Internet sein, was hier hakt. Ja, das ist mein Internet. Sonst, es ist ja gerade nicht der Stream, sondern es ist tatsächlich YouTube, was hier hakt. Also es ist mein Internet, was gerade nicht geht. Also, in diesem Sinne, habt ihr gerade gesehen, Shoyoka sperrt Leute, die anderer Meinung sind als sie selbst. Sie verbreitet Lügen über andere Leute. Das sind die Dinge, die KuchenTV mal wieder aufgezeigt hat. Was soll man dazu sagen? Shoyoka ist lost. Ich glaube, das ist euch allen klar. Und darüber werden wir gleich noch ein bisschen weiterreden.